Ein Hallo und recht herzliches Willkommen zu Let's Play Elite Dangerous. Ja, ich werde mich an diesem Projekt mal versuchen, weil ich einfach mal echt Lust, Laune habe auf so eine Weltraumsimulation oder mal wieder ein bisschen im Weltraum rumfliegen, ein bisschen rumballern und so. Und ich damals auch so die alten Teile mal ganz, ganz lange Zeit mal gespielt habe. Natürlich, bevor wir starten, ja, ist klar, wir starten natürlich erstmal mit der Ausbildung. Und da fange ich erstmal an mit dem Docking Training, mit dem Launch. Und zwar geht es damit erstmal los. Rekrut. In dieser Trainingssimulation geht es um die Startcheckliste und das Standardvorgehen beim Andocken. Dabei solltest du immer schön ruhig bleiben und nie die Grundregeln für Sternenhäfen vergessen. Vor dem Einflug in den Hafen immer um Landeerlaubnis bitten. Zu zügig hinein navigieren und die Finger weg vom Abzug der Waffensysteme. Also wir sollten auf jeden Fall in der Docking Station wohl nicht rumballern. Das kommt wohl nicht ganz so gut. Warten wir es einfach mal ab, wie das Ganze denn so ist. Ja, spielen tue ich das Ganze jetzt schon, ich sag mal, ein paar Minuten habe ich jetzt schon mal gespielt. So diese Trainingsmission an sich selber. Bin allerdings dort kläglich gescheitert. Willkommen zum Training, Kommandeur. Aber das klingt doch gut. Oh, ich sehe gerade, ich muss mal eben kurz auf Gamepad wieder umstellen. Weil ich vorhin mal was hatte, was ich mit der Tastatur ausprobiert habe. Und dort sagen muss, ich bin kläglich gescheitert. Ja. Okay. Mit. Achso, was soll ich jetzt machen? Mit S use letters in the Station Menu. Zurück zur Oberfläche verlässt du den Starthanger. Okay. Machen wir es doch mal. Rip. Sehr schöne Animation auf jeden Fall. Die werden wir bestimmt noch öfter sehen. Nein, gefällt mir echt gut hier. Mit Start öffnest du die Checkliste. Okay, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. So, Manövrierschubdüsen. Aufwärts nicken. Linke Stick nach unten. Machen wir doch. Abwärts nicken. Rechts rollen. Links rollen. Rechts gieren. Links gieren. Schub rechts. Muss ich mal auf Tastatur oben switchen hier. Schub aufwärts. Oh, das ist abwärts. Wo ist aufwärts? Schub regeln. W. Runter regeln. Fahrwerktest auf L. Waffenverwendungstest. Star. Ziel vorauswählen. Primärwaffe. Oberflächenfokus umschalten. Links. Ship released. Okay, ich denke mal, jetzt soll ich wohl mal über die Schleuse, da verlässt du die Station. Ja, die sind wir jetzt einfach mal raus, würde ich sagen. Maximal 80 können wir fliegen. Wow. Jo, und wir sind raus. Wir fliegen. I believe I can fly. Genial, wir haben es geschafft. Okay, das war sehr souverän, Kommandeur. Durch das Bestehen dieser Simulation ist es dir jetzt gestattet, an allen größeren Sternhäfen anzudocken. Das klingt doch schon mal gut. So, Pilotenlizenz Stufe 1, das Andocken. Oh, jetzt habe ich euch das völlig vergessen durchzulesen. Egal. Rekord in dieser Trainingssimulation. Blub, 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 blub. Genau. Dieses Mal sind wir außerhalb der Sterndingsbums. Und jetzt sollen wir da drin andocken. Jo. Ne, das war falsch. Da muss ich hin. Kontakte, Training Station, Landeerlaubnis fordern. Oh, oh. Jetzt habe ich so eine Landerlock ist eingefordert.
jetzt auch mal gleich an. Landeplatz 43 sollen wir aufsuchen. Da ist also die 43, da müssen wir hin. Wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Boah, ich bin ein bisschen zurückhaftig, glaube ich, oder? Oh, obwohl, doch, passt eigentlich. Da drehen wir nur, ist das Problem. Oh, oh, zurück. Ein Stückel. Stückel vor. Oh, oh, nicht zu viel. Jo. Wir sind drin. Es ist manchmal doch gar nicht so einfach, das mit gleichzeitig auch Gamepad zu machen und der Tastatur. Das war sehr souverän, Kommandant. Durch das bestehende Simulation ist es jetzt gestattet, an allen großen Raumschiffen anzudocken. Das kennen wir zwar schon. Gehen weiter. Das war das Andocken. Jetzt machen wir mal die ersten Zielübungen hier. Also ich gehe da so ein bisschen der Reihe nach durch. Mache nur die Lizenzen. Und machen jetzt erstmal die Zielübungen. Dies ist eine absolut realistische Waffensimulation. Deine Mission lautet, alle Giftmüllcontainer in diesem Sektor zu finden und zu vernichten. Denke daran, die Aufhängung des Schiffes auszufahren und jeden Container anzuvisieren, bevor du das Feuer eröffnest. Sollte, denke ich mal, machbar sein. Fahren wir erstmal die Aufhängung aus. Rip. Zack, zack, da sind sie. Mit Y mit anvisiert und fort weiter. Oh. Immer schön drauf fahren. Ja, das läuft gut hier. Das ist jetzt nun auch so nicht wirklich sonderlich schwer hier. Oh, ich muss erstmal nachladen. Hier ist die Kamera. Da. Okay, das hat ganz gut funktioniert. Aber ich sehe gerade, wir haben noch einen übrig. Ne, doch nicht. Gut gemacht, Rekrut. Du hast alle Giftmüllcontainer zerstört und damit diese Trainingssimulation erfolgreich gemeistert. Das klingt gut. So, jetzt kommen die Kampfgrundlagen. Gut zuhören, Rekrut. In dieser Simulation geht es um Kampfsituationen zum Schiff gegen Schiff. Dein Missionsziel lautet, den über die Sensoren geordneten Kontakt anzugreifen und zu zerstören. Du musst damit rechnen, dass das Feuer erwidert wird. Ich muss damit rechnen. Es muss aber nicht sein. Da ist er. Bin mal gespannt, wie wir uns hier schlagen. Ob wir ihn kalt kriegen oder nicht. Wo ist er? Na, komm. Gar nicht so einfach hier. Jetzt haben meine Waffen überhitzt. Na komm.
Das krieg ich doch aber, oder? Sollte ich doch hinkriegen. Ja, wobei, das ist aber auch ganz schön hier. Man verliert immer schnell die Orientierung, hier habe ich festgestellt. Ja. Komm, 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 ja, 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 ja. Jawoll. Gut, Baller. Da haben wir es doch geschafft. Super, Glückwunsch, Pilot. Du hast das Ziel vernichtet und damit diese Trainingsmission erfolgreich gemeistert. Super geil. So, eine Pilotenlizenz haben wir noch übrig. Ja, jetzt kommt erstmal eigentlich die 4. Machen wir gleich zum Schluss. Machen wir erstmal jetzt die 5. In dieser Simulation geht es gegen 2 föderale Kampfschiffe. Da sie schneller und wendiger sind, bist du auf die Beherrschung fortgeschrittener Waffensysteme angewiesen. Ja, ich bin mal ganz hier gespannt. Mal gleich ein bisschen Gas geben hinterher. Hinterhergejagt die Rakete. Ja, das ist schon mal gut, seine Schilde sind schon mal offline. Jetzt müssen wir wissen, wo er ist hier. Gut, gut. Guck, wo bist du? Das gibt's doch gar nicht. Ja, jetzt kommst du aber gleich, ja. Okay, Jungs, wo seid ihr denn? Ja, ey, diese Schiffe sind wirklich wesentlich wendiger als ich. Direkt noch den nächsten daher. Jawohl. Warum nicht gleich so? Ging doch viel einfacher. Okay, gute Arbeit, Kommandeur. Du hast hier diese fortgeschrittene Trainingssimulation erfolgreich abgeschlossen. Okay, jetzt haben wir noch eine über, und zwar das Sternenreisen. Das ist das, was wir, glaube ich, am meisten machen werden. Als Rekrut in dieser Trainingssimulation kümmern wir uns mal um den Frameshift-Antrieb. Dein Missionsziel lautet, zwischen 2 Systemen zu reisen und mit Hilfe des Frameshift-Antriebs einen Hyperraumsprung auszuführen.
Bei Ankunft verwendest du Super Cruise, um einen bestimmten Sternhafen dieses Systems anzufliegen. Um diese Mission zu meistern, musst du Super Cruise erfolgreich beenden und im Sternhafen landen. Okay, ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Aus wie so eine fliegende kleine Untertasse hier. Ich sag jetzt einfach mal, wir sollen starten. Schon mal aus der ganzen Checkliste durchgehen hier. Oder? Nee, warum nicht? Kann man ja auch so durchfliegen, ne, oder? Okay, wir sind auf jeden Fall raus. Jetzt gucken wir das mal ein bisschen. Wir verlassen der Massensperre in 5 Kilometern. Für den Sprung muss das Fahrwerk eingefahren sein. Ist eingefahren. Okay, Massensperre ist auch raus. Okay, jetzt machen wir mal auf den Runterbremsen. So, jetzt gucken wir mal. Wo sollen wir denn mal hinspringen? Ist das egal? Oder wir können ja mal auf unsere galaktische Karte gucken. Vielleicht sehen wir da ja irgendwas. Wir sind zwar auch noch nicht so ganz durchgestiegen. So, ich denke mal, dass wir da zu Destin-Training. Ziel wählen. Also gucken, ob das da so richtig ist. Oh. Wir brauchen ruhig wieder einfahren. Jetzt suche ich erstmal das Ziel. Ist das die Destination, ne? Nein, das ist Kurilus. Ist bestimmt dahinter das Teil. Ach, da ist es. Na, da sagt er uns jetzt hier zack ein Jahr. Und jetzt glaube ich. Ach, lass doch mal die Waffen drin, Kerl. Müssen wir erstmal aus dieser Massensperre raus. Komm, 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 komm. Boost geht noch nicht. So, das Ganze wird jetzt ein Jahr dauern und jetzt können wir sagen, J. Ja, gib Gas. Jetzt haut er das da rein. Vollgas geben. 2, 1, 0 und flupp. Jetzt haben wir gerade einen Hypersprung oder einen Hypersprung. Finde ich sehr, sehr geil aus. Sehr cool gemacht. Wow. Jetzt müssen wir erstmal an unserem Ziel vorbei. Nicht in die Sonne rein. Jetzt muss ich erstmal mein Ziel wieder suchen.
So, jetzt hat uns auch so ein bisschen hier raus katapultiert. So, was mich jetzt nochmal interessieren würde. Wenn wir jetzt mal auf die Sternkarte gucken. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ja, planlos im Weltall. Festgestellt, wie ich auch Energie auf meine Waffen setzen kann und so. Ja, man muss auch mal Learning by Doing, sage ich jetzt mal. So, da will ich jetzt gar nicht hin. Ach Mann. Nein, da will ich auch nicht hin. Da will ich hin. Destination. Ziel deaktivieren, nein, Ziel aktivieren. Ziel festlegen, zack. So, der Teil muss ja irgendwie hier sein. Frameshift Drive Charging. Keine Ahnung. 4, 3, 2, 1. Engage. Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, irgendwie nicht, ne? Ja, ich sag mal. Wir haben es jetzt rausgefunden, wie es funktioniert. Und das muss jetzt auch mal reichen. Denke ich mal, ja. Ich werde jetzt einfach mal planlos gleich ins Spiel einsteigen. Weil die ist nämlich auch irgendwie gar nichts. Ja, außer ne, planlos im Weltall, mehr sage ich dazu nicht. Ja, gut. Ich denke mal, Spielprinzip verstanden. Und wie es weitergeht, ne? Da muss man so ein bisschen reinfuchteln, würde ich sagen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.